Audi! Schief dein Panzer! 20 Millionen Credits in 6 Monaten! Einfach nur geil! Code eingelöst! Letzte Woche! Spiel jetzt World of Tanks. Was hast du zu verlieren? Ja! Das sagt die World of Tanks Community dazu. Bester Mann, Max! Danke! Durch den Code Iris verdammt nochmal wirklich alles möglich, Mann! Ja! Yeah! Einige Boni auf für bestehende Spieler! Geil! So Leute, da und damit sind wir in-game, beziehungsweise gerade im Loading-Screen. Wir spielen heute im Battle-Royale-Modus von World of Tanks. Stählerner Jäger. An meiner Seite der Milan, Mailand, Hallöchen. Hallo, moin. Beim Stählerner Jäger, die haben ja hier bei Wargaming, haben die ja immer ihre Special-Modes für 2 Wochen. Wenn das Video rauskommt, ist, glaube ich, der Modus gerade einen Tag vorbei. Also tut mir auch selber leid für euch, aber so ist es. Gibt ein großes neues Feature in dem Modus, nämlich man kann jetzt respawnen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von anderen Battle Royale-Spielen, dass wenn ein Teammate gekillt wird, früher war das so ultra bitter. Einfach ultra bitter gefühlt, direkt neu starten. Und irgendwann gab es dann diese Möglichkeiten, dass man irgendetwas von seinem toten Mate aufnimmt, zu einem Ort geht und den da wiederbelebt, dass der da wieder droppen kann. Unten links, oder? Ja. Und hier ist es jetzt so, ne, bei World of Tanks natürlich ein bisschen anders mit Panzern. In den ersten 5 Minuten wird man einfach nach einer gewissen Zeit bei seinem Mate wiederbelebt, wenn dieser außerhalb des Kampfes ist. Das ist ziemlich cool. Und es gibt neue Mucke. Die GG hat ehrlich gesagt auch ein bisschen lang gebraucht mit der Respawn- oder Revive-Mechanik. Nur wenn man so andere Battle Royales mal anguckt, da war das ja schon vor einigen Jahren der Fall dann. Ja gut, aber auch die haben einige Jahre gebraucht, ehe das dann erstmal Phase war. So. Wir haben, aber gut, dass wir es jetzt haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ich hole euch alle nochmal ab. Da ist ein Hase, das ist ein NPC. Sogar der. Ja, ist ein NPC, der versucht auch einfach nur zu flüchten. Ach krass. Also ein Moorhuhn. Ganz genau. Ja, ich krieg den. Pass auf. Hallo. Garde. Achso, du hast ihn, Leute. Ich habe reingezoomt, da gewartet auf der Ecke. Gut, aber wir haben ja gut Loot. Genau, also für alle, die jetzt vielleicht bei denen schon ein bisschen lange her ist. Ich muss auch erstmal wieder reinfinden. Wir haben diese Drops, grüne und gelbe. Die geben alle EP. Und so leveln wir. Und mit jedem Level-Up kriegen wir dann neue Verbesserungen für unseren Panzer. Ich fahre direkt nach links. Jawohl. Des Weiteren, hier, seht ihr, rechts, diese X-Fähigkeit kann ich mal anmachen. Dann orten wir alles in unserem Radius. Auch Gegner, wo wir noch gar kein Sichtfeld zu haben. Das hat ein bisschen Abklingzeit. Darüber hinaus hat jeder Panzer spezielle Fähigkeiten oder eine spezielle Fähigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Stufe 2 hier den Turbo freigeschaltet, Turbolader. Dann machen wir mal mehr Höchstgeschwindigkeit, glaube ich. Wir spielen beide Valkyrie. Der ist recht angenehm. Oder? Warum sagst du, ist das so guter Start. Oh, shit. Ich werde angegangen. Okay. Jawohl, ich bin auf dem Weg. Aber ich hatte einen Abblocker. Ich mach Turbolader und fuck. Am besten scannst du mal, damit du eine Idee bekommst, ob sein Mate in der Nähe sein ist. Sein Mate ist nicht in der Nähe. Okay, ich komme in deine Richtung. Ich habe keinen Turbolader, ich brauche eine Weile. Digga, ich habe gerade einfach 180 gemacht. Das war Hammer. Also, das war Hammer. Aber ich kriege ihn leider nicht rein. Der düst halt hier rum wie so ein... Ja. Also ist keine Gefahr. Ah, sein Mate tritt jetzt langsam auf den Plan. Ja, aber komm mal Richtung Nordosten, damit wir hier in die sichere Zone gelangen. Ja. Oh, und die bekommen einen Airstrike gedroppt, aber ich denke, wir können gerade im Illig gehen. Deswegen ist der Panzer auch so entspannt. Wir haben halt Panzerung und einen leichten Panzer können wir nicht bekämpfen frontal. Ja. Selbstseitlich hat er gerade mich nicht die Bohne gejuckt. Oh, hier ist noch ein weiteres Platoon am Start. Shit. Hier ist gerade richtig was los. Rechts der? Guck mal, der steht ziemlich offen, der rechts. Ich guck mal, ob der hinter uns rankommen möchte oder ob der abhaut. Ich glaube, der ist abgehauen. Der rechts hat kassiert. Jawohl. So, links ist ein Platoon und ich glaube, die beiden leichten Panzer gehören auch zusammen, aber die sind jetzt gesplittet. Ich würde mal hier, wäre mal so frei und würde mal diesen Airdrop looten. Mhm. Ich deck dich ein bisschen. Ah, links, der piekt nochmal, aber ich konnte es looten. Sehr gut. Mhm. Genau, wollen jetzt wir einfach mal schauen. Mhm. Wie wir das angehen. Hier, die beiden halt da unter, die wollen wir nicht bekämpfen. Nee. Du komm zurück, wenn du kannst. Ja. Die stehen echt gut da drüben. Ja. Alles gut, alles gut. Halt, ja, Panzerung regelt alles das. Gut.
Okay, dann. Wir müssen rechts über außen, wa? Ja, wir könnten den Süden da, diesen kleinen Zipfel, die kleine Ecke der gelben Zone könnten wir spielen. Mhm. Genau, dann kriegen wir vielleicht auch diese beiden Lights rein. Der eine da unten. Junge, er ist einfach der Leuchtturmwärter. Okay. Wir müssen halt vor allem vorsichtig sein. Das ist dann die Schwäche an diesen leichten Panzern, an diesen schweren Panzern, dass wir halt nicht von diesen leichten Panzern gethird-partied werden. Mhm. Jetzt fahren wir nicht die rote Zone. Ja, aber das passt, das passt. Ja, eins, zack, ich bin durch. So, wollen wir die jetzt von hinten direkt? Oder willst du safe spielen und noch weiter? Welches da gerade noch mit aufrückt, oder? Ich würde vor allem erstmal gucken, dass wir ein bisschen was looten können. Ja, wir sind halt, ja. Ich scanne mal. Ja, hier ist halt nichts. Nichts. Ja, das ist echt nichts. Alles schon leer gegrast. Hier links wäre ein Airdrop. Den können wir lass uns den mal angehen. Ja. Ja. Ist immer ein guter Magnet. Da geht's immer ab. Du bekommst ja nicht nur durch Looten XP hier, sondern auch durchs Fighten, durch Schaden machen. Ja. Ich glaube auch sogar durch Schaden blocken, Unterstützungsschaden und so weiter. So, scan mal bitte. Habe ich gerade schon. Ja, okay, niemand. Aber in 3 Sekunden habe ich. Ich habe nochmal gescannt, ist nichts los. Dann hebe ich auch. Könnt ihr den Drop? Ja. Und ich guck mal, dass ich hier den grün hole. Jawohl. Ah, ist gut mit diesem Heavy so am Rande der Zone zu spielen, da weißt du zumindest, dass hinter dir alles safe ist. Und keiner irgendwie reinspringen wird. Hm. So, man hat immer 2 Verbesserungsmöglichkeiten, habt ihr oben gesehen. Ich weiß, wir haben ja schon 1-2 Videos dazu gemacht, aber für alle, die das irgendwie entweder vergessen haben oder jetzt neu am Start sind. Wir haben gerade schön unsere Kanone verbessert. Mittlerer Schaden pro Schuss. Der nächste. Halt grundsätzlich bei den Fahrzeugen dann die Option. Im Norden sind welche. Baut man das Fahrzeug eher mobiler aus, dafür weniger gepanzert oder halt langsam, aber dafür mit dicker Panzerung. Lass dahin die beiden Upgrades holen. Jawohl, beim Deutschen sollte man definitiv auf Panzerung gehen, weil da ist man zumindest frontal gegen alles andere mehr oder minder immun. Mhm. Und das macht den dann sehr angenehm zu spielen hinten raus. Als hätte ich heute für meine Aufnahme natürlich die Mailand-Tasse nehmen können. Die steht jetzt auf meinem Tisch, naja. Auf meinem Bürotisch. Ich fahr durch, dann kannst du den hier nehmen. Alles klar. Den gelben. Ich guck grad, was noch so lebt. Das Leben, wenn du Tab drückst, wird dir angezeigt, welche Art von Fahrzeugen noch super leben. Viel Lights. Ja, genau. Das ist halt so das Beliebteste eigentlich in dem Modus aktuell, dass die Leute... guck mal, hier außen, da ist eine Arti. Ja, das ist der ein kleiner Hase. Aber im Norden können wir Third Party, im Nordosten. Ja, lass uns da hinfahren, ja. Können wir den hier noch? Genau, und dann lass mal nachschauen. Wir müssen echt vorsichtig sein, wir sind richtig hinterher mit Looten. Ja. Die meisten werden schon Stufe 7 sein wahrscheinlich. Hier ging es gerade heftig zur Sache. Da links. Der rechnet es. Oh, hier links kommt einer angeflogen. Uiuiuiui. Wir müssen echt vorsichtig sein, dass wir uns hier nicht zu tief reinbegeben. Noch weiter links war auch einer. Ja, das war wahrscheinlich der Mate zu dem, der hier gerade im Drop steht. Da, vor mir. Krieg ich leider nicht rein. Ja, und sie schlängeln sich hier durch. Uiuiui. Wir müssen richtig vorsichtig sein. Okay, die wollen uns jetzt angehen, Hanno. Vorsichtig. Bleib in Bewegung auf jeden Fall. Bleib in Bewegung. Die haben einen Airstrike. Ich komme noch ran mit meinem Heal-Feld, versuche das zu stacken. Bleib in dem Heal-Feld drin und versuch mal mit der 4 noch heilen. Na, 4 war aufgebraucht. Shit. Ja, wir waren sehr hinterher, leider. Ist okay, du könntest potenziell nochmal respawnen. Wenn du rauskommst, guck mal, die ballern. Okay, die beiden gehören nicht zusammen, da kommt das nächste Platoon, das holy zu looten shit. Wird nicht so leicht. Jawohl. Aber das Coole ist, die schießen halt eher auf die. Ah, jetzt gerade auf dich. Oh, du wolltest. Ich komme halt aber auch nicht hinterher, ja. Und ich bin feuerkrafttechnisch komplett unterlegen. Aber ich lass dich mal, oder ich werde mal versuchen, dass du hier respawnen kannst. Ich stelle mich hier in die Ecke. Und noch 28 Sekunden, siehst du rechts über der Minikarte eingeblendet. Ja, hier Leute, da, zack. Wie lange das noch aktiv ist. Jetzt geht's los, 7, 6. Erzeugt ja immer mehr Druck auf den Gegner natürlich, dass der offensiver spielt. Aber wir haben jetzt ganz schwere Karten nochmal aufzuholen. Oh, wir haben Doppelharbinger. Ging jetzt zu Spawns da oben, das ist ungünstig. Wenn du kannst, ich glaube, du könntest hier einfach runterfahren zu mir. Komm auf jeden Fall erstmal in Deckung. Ja, einfach zu mir runter. Das sollte passen. Oh, was eine Clownfeste, du. Wieso spawn ich da oben, Alter? Okay. Ja, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir irgendwie... Ach,
das ist ärgerlich. Ja. Wir können die überhaupt nicht fighten. Nee. Wir können die weder durchschlagen noch groß beschädigen. Wir hocken vor allem in der Falle. Ja. Wir können da kommen Loot Drop. Alles klar, er macht Sachen. Ich sammle das mal ein, dann bin ich Stufe 5 immerhin. Jawohl. Er versucht jetzt seinem Mate da drüben zu helfen, der ist nämlich gerade gestorben. Dann lass hier links looten. Lass hier links wegfahren. Ich würde erst mal gucken, was die anderen Johnnies hier machen. Ich mach nochmal X. Ja. Okay. Ja. Ja, einfach am Zonenrand Richtung Norden. Oder wir versuchen davon zu profitieren, dass jetzt der eine Harbinger sich gegen die beiden alle kämpft. Wir müssen safe spielen. Ich schwör's dir. Okay, gut. Ich komm mit. Ich mach Turbolader an und dann gib ihm. Jawohl. Uff. Ja, das ist halt immer geil, du denkst, das ist übelst auswegslose Situation, aber dann kommt von irgendwo noch ein zufälliges Platoon angefahren und die retten dich dann quasi, erste Party. Fast Stufe 6. Sehr gut. Ja, wir müssen scalen jetzt, wir müssen stallen, sagt man in LoL, ne? Das Game stallen. Ja, verstehe. So, die haben da auch Probleme mit den Zonen bald, hier rechts ist einer weiter weg. Oh, guck mal, hier links sind noch zwei Sachen, die könntest du dir kriegen. Genau, da würde ich hinfahren und vielleicht, dass wir dann... Oh, guck mal, hier ist alles free, guck dir das an. Dass wir nach Nordwesten ausweichen, genau. Ist alles free, da ist so viel Loot. Hol dir alles, was im gelben Bereich ist. Ja. Ich hol mir den als nächstes. Ja. Vorsicht, da waren zwei in deiner Nähe, ne? Wenn du dich... Ja, weiter rechts, merken, dass du alleine bist. Einfach regelmäßig scannen. Ja. Dann passt das. Boah, der ist echt langsam. So. Geh auf jeden Fall beim Turm auch auf Panzerung. Mhm. Und dann als letztes. Okay, die sind bei mir hier im Osten, sind drei. Jawohl. Oh, ich habe leider keinen Turbolader, deswegen dauert es ewig, bis ich bei dir bin. Aha, Panzerung. Nochmal, ich bin Stufe 6. Ja. Hier links ist noch gelb. Kannst du hier holen. Die Fabrikhallen ist noch relativ viel. Wollen wir das erstmal looten? Ja, können wir. Damit wir einfach. Irgendwie das letzte Upgrade. Ja. Und weil das ist so entscheidend. Die dicke Gun, das entscheidet auch darüber, ob du den Gegner überhaupt durchschlagen kannst. Das war halt so safe schon verloren. Krass. Oh, jetzt machen sie Jagd, glaube ich. Ja, hier ist noch ein Loot. Ich habe auch absolut keine Utilities, außer mit einem Heal. Also einem Self-Heal. Mm. Gar nichts. Das ist bitter. Ja, wir snipen jetzt einfach ein bisschen, spielen irgendwie Hell Down oder Sidescrapen. Okay, also wir sind jetzt gegen zwei andere Züge noch unterwegs. Das sind aber Lights. Es sind ein einzelner Light und zwei... Ja. Ja. Genau, was ich dir... Oder um dich auf den Fight vorzubereiten, ich weiß nicht, welche Lights das sind, aber falls es der französische ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, der, wenn er dich airstrikt, bist du betäubt, das kannst du mit dem Repair-Kit mit der 3 aufheben. Mhm. Genau, guck mal, es sind 4. Nee, 3, das ist der Kampfroboter, dieses kleine Ding da. Genau, und du solltest immer in Bewegung bleiben, damit ich halt dieser Airstrike nicht trifft. Der setzt den auf dich und dann dauert es 5 Sekunden und dann kommt er runter. Wenn du in Bewegung bleibst, machst du es ihm halt damit schwerer. Ja, die können uns hier eigentlich wenig an. Wenn du kannst, die Mine beschießen, die gerade runterlassen. Ja. Ja, sehr geil. Das war wichtig. Okay. Ich habe Healfeld später für dich. Okay, gut. Die kriegen da einfach Distanz wahren. Oh, guck mal, der hat richtig kassiert. Und ja. Sauber. Ist es derjenige, der nicht dazugehört, frage ich mich gerade. Ja, der gehört nicht dazu, der andere aimt auf den. Deswegen beschieße ich den oben. Richtig. Perfekt. Jetzt der da links. Geil, durchschlägt mich nicht. Das Freundchen solltest du dir gut überlegen. Ich habe ihn nochmal gehittet. Sehr geil. Mir fehlen noch 2-3 Schuss Schaden, um hier um voll ausbauen zu können. Den Einzelnen, ja, wenn wir können, einfach nicht killen. Ja. Boah, jetzt bleibt er stehen, das darf nicht sein. Okay, 2 gegen 2. Wir haben eine sehr gute Posi, aber die droppen natürlich hier Scheiß rein, ne? Ja, ich hol mir mal den Grünen noch, vielleicht klappt das. Also wir müssen letztendlich einfach in der Nähe bleiben, aber trotzdem in Bewegung bleiben, damit wir von unserem Heal-Feld profitieren können. Ja. Okay, ich habe jetzt die letzte Gun, die haut richtig rein. Geil. Mit dem Ball, falls du kannst, aber ich one-shotte den. Hab ihn. Okay. Nice. Okay, zweiten Ball, falls du kannst. Der macht halt fett Damage, aber ist in Ordnung. So, die gehen erstmal auf mich jetzt hier.
Okay, ich mache hier Feld. Kommst du rein? Jawohl. Sehr geil. Den linken? Ich block irgendwie. Ich hab den linken, ich kill ihn. Okay. Ich block den rechten. Sehr geil. Ich kann noch mal heilen deswegen. Sehr geil. Bleib einfach stehen, einfach stehen bleiben. Ich montiere mich an dir. Nice. Und jetzt weiterfahren, weil der wird dann seinen Airstrike platzieren. Jetzt jagen wir ihn einfach. Ich fahr rechts rum. Dann finish der dich. Den Airstrike auf mich gesetzt, aber das ist völlig in Ordnung. Hab ihn getrackt. Kommt nicht weg. Versucht sich an mir die Zähne auszubeißen. Hat mich. Lass ihn nicht meinen Wrack looten. Mhm. Weil das gibt ihm richtig fett Stuff jetzt. Mit Turbo vielleicht wegschieben? Jawohl. Nice. Wenn du drin stehst. Ich hab ihn. Ich hab den, den Loot. Oh, scheiße. Zack. Er hat die Mine auf mich gesetzt. Überlebst du? Schön. Er ist an irgendwas gestorben, ich weiß nicht an was. Das war jetzt die Zone, die sich schon verkleinert hat. Krass, und jetzt ich sehe es. Ja. Durch die Zone krass. Du hast mit 100 HP überlebt, also quasi eine Sekunde vor der Zerstörung. Das ist, glaube ich, unser erster Win bei dem Battle Royale-Modus, kann das sein? Also letzte Folge haben wir nicht einmal gewonnen, das weiß ich. Da waren wir immer richtig knapp dran, so Zweiter geworden oder Dritter. Okay. Und jetzt haben wir mal easy. Also Leute, so kann es gehen, ne? So kann das natürlich gehen. Alter Junge, man kriegt aber auch gut Zeug. Okay. So, ja, ich sehe natürlich auch süß aus. Muss ich schon sagen. Ich bin Süßi. Okay, ich dübel erstmal los. Ja, jawohl. Apropos losdübeln, sei vorsichtig. Die ganzen Dünen hier und Löcher und so weiter, du überschlägst dich sehr schnell und. Haha, ist ein Noob-Filter bestimmt. Ich sagte dir, die meisten Leute, die mit dem Arlekin sterben oder zerstört werden, nicht weil sie sich vom Gegner auseinandernehmen lassen, sondern weil sie nicht fahren können. Das würde auf mich zutreffen. Ich. Pass auf. Ich schaff's ja schon teilweise mit einer Valkyrie. So, ich fahr einfach mal Richtung Norden. Ja. Können uns jetzt halt auch ein bisschen besser splitten. Aber ja, sind ja auch schneller wieder beisammen. Oh, ich hab direkt Kundschaft, wenn du mit rankommen möchtest. Mhm. Ach, 5 und ist dieser. Okay, ich sehe was. Ah, das ist sein Mate dann wahrscheinlich. Ja. Okay, sein Mate kommt auch schon ran, dann warte ich mal. Beziehungsweise versuche ich mal hier safe zu stellen. Muss erstmal heilen. Okay, ich habe hier einen. Ja, wir müssen auch, oder wenn du kannst, push auf den drauf, bitte. Ich stehe hier echt blöd genau zwischen den beiden. Achso, du willst auf den gehen? Ich brauche eine Weile. Ja, ja, Vorsicht, du hast keine HP. Ja. Schnell tot. Ja, lass uns den weiter rum. Vorwärts. Ja. Das steht hinter uns, genau. Sollte passen und. Genau, loote ihn direkt, loote ihn. Und ich werde erstmal ganz kurz in Entdeckung gehen. Sehr geil. So, und jetzt. Ich heil mich. Und wir fahren weg, ja? Ja, wir sollten ihn eigentlich direkt bekämpfen. Stimmt. Ja, du musst halt das Tanken übernehmen, weil ich habe keine HP. Aber das kriegst du. Aber jetzt ist es, glaube ich, schon zu spät, oder? Renn nochmal. Oh, sein Mate ist schon wieder da. Okay, damit. Okay, jetzt bin ich tot. Das war's. Mal verschossen. Ich habe auch. Ah, damit. Okay, wir hätten abhauen sollen. Du hattest dann. Das war die richtige Idee. Du kannst aber jetzt auch einfach abhauen. Ja, ne, mach ich schon. Du bist auch nicht safe. Sind aber schnell, dann musst du vorsichtig sein. Was? Was ist das denn? Okay. Ich bin direkt vor dir gespottet, das war ich. Ja, ja, aber. Ja. Ich versuche dich zu schielen. Ich meine, vielleicht können wir die gleich wieder pushen. Ja, ich glaube, wir können. Ich heile nochmal. Warte kurz. Ich heile auch nochmal. Okay, ich push. Ja. Auf welchen gehen wir? Den Raven. Okay, nimmst du den linken? Ich nehme den rechten. Okay. Huh. Hey, nice. Alter, holy shit. Das war eine ganz schöne Clown-Fiesta, du. Okay, aber wir haben hier einiges an Loot.
Jawohl. Kannst du den da links noch holen? Höchstgeschwindigkeit. Nachladen des Magazins, ne? Oder Doppelgeschütz? Genau. Erstmal, genau, das ist jetzt die kleine Autoloader-Kanone, die geht aber schon gut ab. Mhm. Okay. Jetzt so die beste Stufe 4-Kanone, die du hier haben kannst, wenn du willst. Okay. Vor uns ist auch ein Airdrop angekündigt oder vielleicht sogar schon runtergekommen. Da können wir einfach mal nachschauen. Puh, aber ich merke gerade, es ist viel schwerer. Also ich muss mich so hart aufs Lenken konzentrieren. Man hält halt nichts aus. Also es wird viel schneller bestraft, wenn man misplayt. Ja. Das stimmt schon, ja. Also es war jetzt eben sehr, ihr habt es gemerkt, ich habe die Schnauze gehalten. Es ging nicht anders. Okay. Du bist Level. Ich überlasse den mal hier, kannst du dir. Ach echt? Weißt du den Drop? Ich glaube, ich bin auch. Aber wir können in das Stadion, oder? Also sind zwei Drops. Oder willst du nicht so? Auch ich hol dir hinten. Solange wir regelmäßig scannen, müssen wir dann nicht groß fürchten, dass wir aufgehen. Ach, ist ja witzig. Ich habe hier gerade einen Wrack gefunden von einem Gegner, der vom Marodeur auseinandergenommen würde. Ich habe Probleme. Renn einfach in meine Richtung. Sonst respawnst du, das ist auch okay. Ja, bin tot. Ist fein. Ich habe ihm noch so einen Feuerball reingejagt. Jawohl. Der jagt ihn. Okay. So, jetzt holt er hier gleich das rote Loot. Bevor die da sind hier, bevor die uns. Rote Loot? Ja, hinter mir. Ah, okay, ja. Ja, aber wenn du auf zwei Arkins triffst, ist da einfach. Gezaubert. Ja, die haben Harakiri mit mir gemacht, ey. Das macht zwar keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Das war insane. Dein Ball hat gerade jetzt eingeschlagen. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal in unsere Richtung kommen, aber auf jeden Fall Bock, die Jungs. Die scannen gerade. Lass uns mal schauen. Vielleicht wird auch da unten gerade gefightet, ne? Du siehst immer, das rote Loot heißt, dass ein zerstörter Gegner ist. Mhm. Ob der frisch ist oder wie auch immer. Vielleicht ziehen die da jetzt runter. Oh, direkt kommt's. Ich push ihn. Ich hab wir werden von unten beschossen. Komm einfach mit zu mir. Passt es. Oh, hinter dir. Oh, hab scheiße. Ihn. Zwei Bälle, das gibt's ja nicht. Doch bei Roller. Und wird schon wieder. Oh mein Gott. Dammit. Hä? Ja. Ich hab zwei Bälle auf einmal hinter mir gehabt. Shit. Der ist richtig böse. Ich hau rein. Ja, hau rein. Falls du einen Ball hast, drop ihn einfach hinter dir. Hab ich. Ja, sehr gut. Und healen. Jawohl. Shit. Nein! Das aber der Ball! Ja, der macht 500 Schaden. Oh Mann. Shit. Wie der Ball den jagt. Dammit. Okay, sorry, war schlecht gemacht von mir. Die haben beide ihren Ball auf mir gezündet und ich hatte gar keine Chance auszuweichen. Ich hab's gesehen, ich bin gerade drunter durchgedüst. Krass, der Ball ist ja echt eklig, Alter. Ja. Und da sind sie wieder zu zweit. Ja, gut. Machen wir Rematch. Ja. Die waren allerdings auch schon Stufe 6. Ja. So, Leute. Oben in der Ecke, oder? Heimspiel. Heimspiel. Ja, Dresden. Ja, aber auch schön. Für die Heavys Heimspiel hier auf der Karte. So, wir spielen jetzt wieder Heavys, Leute. Ah, ist das Entspannteste. Man hat Panzerung, man hat auch Heal-Fähigkeiten. Ist auch nicht so flippy. Ganz genau. Na, zumindest für mich. Man kommt zwar nicht ganz so schnell weg, aber man fährt sich vor allem auch nicht ganz so schnell oder bringt sich nicht ganz so schnell in die Tredouille. Das so. Ist gar nicht so verkehrt, ein bisschen langsamer unterwegs zu sein. This is going to be legendary. Und so können wir auch gut in eine Runde starten. Jetzt fühle ich mich auch motiviert. Aha, sehr gut. Ja, ich erläutere dir meine Fähigkeiten mal. Ich habe genau, mehr oder weniger genau den gleichen AOE-Heal wie du. Mhm. Und dann habe ich aber keinen Turbo, sondern... Hier ist ein Raven. Jawohl. Raven, ja, geh noch nicht direkt an. Ich brauche noch ein bisschen. Zu spät. Ich komme, alles klar. Einfach Frontpanzerung in seine Richtung. Ja, ich fahre erstmal vor ihm weg, damit er... Wir können ihn nicht fighten, ich bin direkt da. Ja. Ich würde versuchen, jetzt reinzuhauen, denke ich. Hast du, oder? Oh, habe ich nur getrackt, aber gleich sollte ich ihn haben. Jetzt kann er nochmal heilen, das gibt's noch nicht. Doppelroller. Schön. Ja, nice. So, Höchstgeschwindigkeit. Mate. Ja, lass uns einfach weiter looten, weil sein Mate wird wahrscheinlich jetzt genauso respawnen, aber wenn wir Bock haben. Hast du das Rote eingesammelt? Habe ich, ja. Okay. Lass einfach nach Süden fahren, oder?
Wir können die auch direkt versuchen zu killen, bevor die sich hochleveln, ne? Wir sind ahead. Lass das machen. Ich fahre nach rechts. Ja, ich komme einfach mit hinterher. Genau, und dann zweite Utility ist ein Minenfeld, welches sich direkt auch vor Gegner platzieren kann. Mhm. Und wenn die drüber fahren, dann verlieren sie ihre Ketten, werden gestunt und bekommen Schaden. Also ist echt stark, diese Ability. So, hier rechts, guck mal, können wir sogar sandwichen. Damage. Jawohl. Das sind zwei Teams. Das ist aber noch ein anderes. Beowulf sehe ich. Ja. Ah, nee, das ist der Spieler, oder? nee, Beowulf heißt der Panzer. Okay. Der schwedische. Einfach rein dort, einfach rein. Da kämpfen gerade noch zwei gegeneinander. Ja. Die gehören nicht zusammen, die beiden, oder? Nee, doch, die gehören zusammen. Aber ist okay. Ist okay. Ist hier links? Wollen wir den links haben? Oder rechts? Nee, Raven. Einfach drauf auf den Raven. Denke ich, das sollte passen. Einfach weiterfahren, genau. Und ich ramme ihn. Ja. Zack. Nice. Ich cover gegen den anderen. Aber der andere haut schon wieder rein. Alles gut, ja. lass mal nicht hinterher, weil hier ist ultra viel Loot, oder? Ja, um ist herum. Egal, aber lass erst mal looten, wenn du möchtest, okay. Manchmal auch ein bisschen albern mit diesem Respawner. Wir haben jetzt beide jeweils einmal gekillt. Ja. Ach nee, warte mal. Nee, das waren andere Teams, glaube ich. Das war ein anderer Raven, oder? Vorhin haben wir auch einen Raven gekillt. Es kann sein, dass das der gleiche war und der jetzt nicht mehr respawnen kann. Oh, okay. Ach, kann man auch nur einmal respawnen? Oder meinst du wegen der Zeit? Du kannst generell nur einmal respawnen. Du siehst das unten rechts, da neben deiner Ability. Mhm. Genau, du kannst einen zweiten Respawn einsammeln, aber den kriegst du nur, wenn du den Respawn eines Gegners einsammelst oder halt durch einen Airdrop. Ah, okay. So, lass den doch da abfangen. Der ist wirklich alleine. Ich glaube aber, dass es ein anderer ist. Meinst du? Ja, der gehört... Denke, den. Willst du es einsammeln, rechts? Ja, fahr einfach Richtung Süden. Mhm. So, Stufe 4. Ja, der rechts bewegt sich irgendwie nicht. Doch, tut er. Vor mir ist auch einer. Der ist aber irgendwie in einer Mulde oder so. Ich würde fast sagen, der vor uns ist der Einzelne. Dann lass den finishen. Aber wir könnten natürlich auch gesandwiched werden. Aber die sind alle sehr aufgeteilt, wenn wir den rushen. Ja, der kommt hier. Okay. Ist ein Raven. Mal wieder. Ja. Hast du einen Scan ready? Dann guck mal, ob was in der Nähe ist. Oh, ja. Einiges. Okay. Ja, das von rechts ist, glaube ich, ein Third-Party-Platoon, welches hier... Lass nach Norden weg. Ja, da fahren wir jetzt genau rein und dann kommt der Raven von hinten. Ich würde eher umdrehen. Ich würde hier nach rechts, weil der Raven ist in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Was ist das für ein Getanze hier? Ne? So, und jetzt haben wir die von hinten. Arlequin. Die sind ja einmal, wir sind gerade einmal im Kreis gefahren. Ja. Wollen wir jetzt hier hoch? Ich dreh mal um und guck mal, was hier so kommt. Ah, hier links der Arlequin, der will mich. Okay, hier, ich habe jetzt zwei, die zusammengehören. Das sind der Varjak und der Arlequin hier. Okay. Ich fahr zu dir. Wow, aber der Arlequin hinter uns hat auch Bock, oder was? Ja, die haben mich schon beschossen, aber... Hoppala. Lass uns drauf pushen, wenn du kannst. Ja, der hat seine Minen gesetzt, die sind sehr ekelhaft. Vor allem, weil man die auch nicht sieht. Ich muss jetzt mein Heelfeld zünden hier. Boah, sind sie Minen-Dämmig. Okay, der ist One-Shot. Oh, jetzt heilt er sich. Ach, du kämpfst gegen den anderen? Ja. Ach, scheiße. Ich dachte, wir finishen den hier. Der war auf 200 HP. Aber ich komme zu dir. Ich cover dich. Versuch dich zu covern. Wenn du ihn killen kannst. Oh nein, er hat sich gerade da bewegt. Gibt's nicht. Okay, ich cover. Hier ist schon wieder ein anderer. Ich bin tot. Die sind beide voll ausgebaut, die alle kennst. Das wird voll ausgebaut? Stufe 6 zumindest. Ja, die haben alles schon zerlegt. Wie leveln die so schnell? Holy shit. Ja, weil die viel looten, schnell looten können. Und wahrscheinlich, weil die auch schon einfach in 10 viele Kills gemacht haben. Ja, klar. Aber ich frage mich halt immer, wie. Aber es sind auch schon so viele tot. Das sind zwei Arlequin-Pros, die hier jede Lobby zerstören. Ja.
Es ist halt, super schwierig, wenn du von so vielen Gegnern umgeben bist. Oder ja. Hat teilweise auch einfach mit Luck zu tun. Ja, natürlich. Ob du das überlebst oder nicht. Ja, unter Risikoabwägung, ne? Muss man auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Okay, oben links. Oh, ich bin jetzt schon gespawnt, sorry. Alle Waggons mitnimmst, gerne. Scheiße, stimmt. Ich hab Flashback. Ah, passt schon. Ja, das wird jetzt unsere Runde, Mailand. Verstanden. So, Leute, Valkyrie und Vajak. Muss mal gucken. Ey, das Wichtigste ist, ich glaube, also wir spielen schon immer recht aggressiv. Und zu 90% der Fälle fallen wir damit ein bisschen auf die Nase. Aber ich muss auch sagen, ich spiele es jetzt nicht mega gut. Vielleicht versuchen wir ein bisschen defensiver, aber ja. Mit den Heavys können wir gerade zu Beginn eigentlich sehr offensiv spielen. Ja gut, das stimmt. Weil wir einfach die Panzerung haben. Mhm. Problem wird halt, oder du bist halt so langsam, dass du schnell gethird-partied wirst. Ja. Und dann und ist halt sehr schnell Modus. Ja. Ja, die halten halt die ganze Zeit Ausschau nach irgendwelchen Kämpfen und dann machen sie sich ran mit ihren leichten Panzern. Ja. Und dann ist es auch sehr schnell mit dem Heavy vorbei. Die kleinen, aber gut, lass uns einfach mal gucken, was hier los ist. Die kleinen Schlinge. Sollten noch schauen, dass wir uns nicht allzu weit splitten. Ich komme mal rüber, dann lass uns Richtung Osten fahren, da entlang der Burg und so weiter. Da hinten ist auch noch Loot. Kannst hier krallen. Hol ich mir. So, ich scanne mal. Mhm. Okay. Boah, er ist echt mageres Loot. Das ist richtig mager. Lass uns nach Süden fahren, oder? Wie wir da oben sind. Wir können nach Süden und hier dann die große Straße hochnehmen. Und dann können wir den nehmen. Genau. Ja. Oh, ist schon einer tot, okay. Mr. Dexter PL, scheiße. Der ist tatsächlich der Dude, der uns vorhin in seinem Hoagan gekillt hat. Ja, es ist krass, wie viel die gleichen das spielen. Hast du gerade geschossen? Ja, so ist es nicht. Ah, okay. Wir hier anderthalb Minuten rumgeeiert. Ohne irgendwas, ne? Es ist echt. Okay, vor uns ist ein NPC, den können wir killen. Jawohl. Es gibt verschiedene Arten von NPCs. Das sind immer die Hasen, die wollen einfach nur abhauen. Mhm. Dann, also die schießen auch, aber eher nur als Notwehr. Dann hast du die, ich weiß nicht, wie sie heißen, dann hast du einen Wolf und einen Bär, glaube ich, noch. Mhm. Die schießen auch. Hier ist ein Hase. Okay. Hasenmörder. Sogar der Hase weiß, dass es die Nummer gelaufen ist. Mann, jetzt ist hier so viel Loot, aber alles in der Zone. Da unten ist aber wieder ein Gegner. Hier sind weit und breit keine Gegner. Hol dir da mal alles und den Hasen. Ja. Ich fahre nur einen Tucken weiter nach Osten. Das war's wieder, du, ne? Ja, mit dem Hasen, super. Ja. Oh, aber dahin sind Leute gestorben. Kein Hase, sitzt ein Wolf hier. Gary. Du kommst dann auch nach Osten, ne? Genau. Ich fahre noch nicht so schrecklich. Da sind Gegner. Ich verziehe mich mal ein bisschen. Okay. Das halt das wichtigste Upgrade ist das vierte. Mhm. Wenn du die Kanone hast. Das habe ich, ja. Hast du schon? Ja, habe ich. Oh, okay, krass. Ich noch nicht. Dann kannst du nämlich direkt gut fighten. Jeder, der es nicht hat, ist einfach instant tot. Wenn er nicht wegrennen kann. Das darfst du nicht vergessen. Hier sind jetzt super viele am Fighten. Frage ist, ob wir die nehmen. Lass uns einfach mal anklopfen. Wenn das vier sind, dann wird der Fight ja wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Ich durchschlag den von hinten nicht. Kannst du es glauben? Lass uns von hinten an den Valkyrer ranfahren. Sprich jetzt hier rechts. Ja. Komm einfach mit. Genau, und wir nehmen diesen einzelnen Sockt, heißt der Dude. Gut, dass der nicht getroffen hat. Ah, aber sein... Ah, das ist ein Doppelvalküre. Ah, sein Mate stand hier und hat gewartet. Ich fahr mal weiter. Ja, ich auch. Kommt dann noch ein weiteres Platoon. Oh mein Gott! Alle rein. Lass defensiv spielen. Wir gucken einfach, dass wir ein bisschen... Lass uns einfach hinter die stellen, Diesen Beowulf vielleicht da rechts? Ja. Genau, sehr gut. Er hat sich jetzt gehealt. Ja. Nicht draufschießen, weil er regeneriert alle HP, das ist seine
seine Utility grad. Die er an Schaden bekommt im Zeitraum. Ekelhaft. Jetzt haben die einen gekillt und haben das überlebt. Ich fahr links rum. Die haben auch wieder Kundschaft hinter sich. Okay, super. Ja, ich seh's. Ah nein, wir haben auch gleich wieder Kundschaft hinter uns. Ich kann ihn nicht durchschlagen zu Beginn. Mit den Valkyren nicht. Beowulf ist schon wieder sonst wie weit ausgebaut. Können wir nicht mehr bekämpfen. Keine Chance, Hanno. Ja, ich komme leider auch nicht weg. Also ich bin zu langsam. Wir haben alle möglichen Utilities jetzt. Wir können da gar nichts machen. Oh? Ich kann mit den einen killen. Ich hielt sie schnell. Kannst du hinter dir? Ja. Den killen. Ja, ganz gut. Ein Schuss noch auf ihn. Oh, ich habe leider nichts. Gar keine Chance da. Gar keine Chance. Ja. Bitter. Okay. Und der andere, ja, der hat sie einfach verzogen. Ja, der Mate ist auch schon. Ey, ich habe so viel Schaden gemacht. Ich habe 3000 Schaden gemacht. Warum haben die sich denn so krass schnell geholt? Geheilt? Kann der Beowulf sich heftig heilen, oder? Er kann sich heilen. Der hat auch den anderen Dude gelootet, der gestorben ist. Der war auch auf One-Shot runter. Oh Gott. Ja, gar keine Chance einfach da. Das war die beste Position für uns. Dass wir da nicht siegreich hervorgehen, ist schon echt crazy. Naja, gut, ja. Also, es war einfach sehr unlucky. Keine Ahnung. Okay. Ja, mittig geht nicht. Unten, ja, genau. Oh. Abfahrt. So, liebe Leute. Huragan. Ich habe keine Ahnung, welche Runde wir mittlerweile genommen haben oder nicht. Mailan und ich geben hier unser Bestes. Es scheint so, dass gerade gegen Ende dieses Spielmodi die Lobbys hyper verschwitzt sind. Wir sind hier echt am Schwimmen. Ja. Das heißt, wir erkennen ja auch Namen wieder. Leute, die einfach zu zweit hier den ganzen Tag anscheinend diesen Modus spielen, ist echt heftig. Aber wir geben unser Bestes und gucken jetzt mal mit dem Huragan zweifach, ob wir irgendwas holen können. Am Ende, wie bei jedem Battle Royale, ja, ist irgendwie immer Abwägung, welche Fights man nimmt und welche nicht. Ich gehe hier direkt auf, krass. Den können wir auf jeden Fall nehmen gegen den Arlekind. Der kann und wenn dann entkommen, aber killen kann er uns nicht mit seiner Feuerkraft. Ja, aber kann man ja ein bisschen. Okay, der fährt nicht weg. Hab ihn nochmal auf Kette gesetzt. Und nochmal auf Kette gesetzt. Kommt nicht weg. Hab ihn. Dein Mate ist wahrscheinlich derjenige hinter uns. Ich scanne trotzdem mal. Hol dir einfach den Loot. Oh ne, das sind zwei. Dann der im Norden. Lass direkt auf den Norden. Wenn nicht fighten, die beiden, das sind zwei Valkyrie hinter uns. Da müssen wir einfach abhauen. Okay, abhauen. Lass uns jetzt Richtung Norden fahren, entlang der östlichen Zone oder Zonengrenze. Genau, safe vor denen bleiben. Okay. Die wollen nicht fighten. Alles klar, die treffen aber auch da. Zwei Spitze. Okay, hier war gerade auch noch was los. Ja, hier ist auch. Schön grün. Ich scanne nochmal, genau vor uns. Wollen wir den einfach rushen? Der sollte wenig gegen uns machen können. Ja, okay, einfach drauf. Passt. Schön. Ich werde ihn gleich looten müssen, sonst bin ich tot. Ja, tut. Sehr gut, und dann können wir dem anderen eigentlich gleich hinterherfahren, falls wir Bock haben. Ja, lass das machen. Ah, der andere hat schon aufgegeben. Der ist AFK, oder? Nee, hä? Nee, sein Mate ist jetzt gerespawnt direkt dahinter. Aber cool, können wir abfahren. Mailand, das ist unsere Runde. Jetzt ist er doch nicht AFK. Okay, müssen wir nicht verstehen? Ich fahr rechts rum, ja? Alles klar, ich komme mit. Kann er jetzt, nee, er haut ab. Okay, dann komme ich hinterher. Nicht, dass wir uns jetzt zu krass splitten und irgendwie Scheiße genau, passiert. Lass uns einfach gemeinsam jetzt unterwegs sein. Mhm. Okay. Schon wieder andere am Fighten. Ich glaube, der ist hier nach wie vor alleine, dieser eine. Da. Okay, was tut der? Warte auf, passt schon. Bin nochmal gehittet. Hallo. Oh shit. Hey. Kriegst du ihn? Mr. Pig Beanus heißt er. Ich schieße nochmal leer. Schön. So. Da ist auch ein NPC-Bot. Hinter uns fährt aber auch einer. Der kommt auf uns zu. Oh.
könnt ihr. Der Harbinger da drüben, den können wir theoretisch eventuell angehen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Doch, können wir angehen, jetzt noch Stufe 1. Okay. Oder eine niedrige Stufe zumindest. Dynamik, ich bin Stufe 3. Jawohl. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Scheiße. Er bleibt dort, dann können wir ihn, sollten wir ihn leicht killen können. Ich komme leider nicht hinterher, ich bin zu dumm. Ich warte, er kommt. Ja, alles gut, alles gut. Einfach frontal in ihn reingraben und von hinten. Was ist? Nee, du bleibst jetzt mal hier. Oh, sein Mate ist gerade hinter mir. Oh, der hat mich zweimal auf Kette gesetzt, glaubst du das? Nimm du das ruhig. Oh nee, lass es mir. Wäre besser, wenn du ihn holst. Ja. Lass direkt auf den drauf, ja? Einfach drauf, genau. Kompromisslos. Du rechts, ich links, genau. Mhm. We didn't penetrate them. Okay. Das ist eine Rumgespringe hier. Oh mein Gott. Als ich dich abgeschossen. Sehr geil. Ja. Gönn dir den direkt und dann geht's weiter hier. Links beschießt uns hier ein Dude, der ist auch schon sehr weit ausgebaut. Alter Verwalter, okay. Aber ist in Ordnung. Nachladen des Magazins oder Ladegeschwindigkeit? Ladegeschwindigkeit. Okay. Okay, ich heil mich erstmal. Oh, von wo war das? Oh, wir haben ein Problem. Was denn? Dahin ballert einer richtig viel auf mir, im Osten. Okay, ich bin Stufe 4. Der eine holt sich jetzt hier den Airdrop, falls du mit rankommen möchtest. Können wir gut. Ja, ich wurde halt hier gerade aus. Aber ja, ich probiere es. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier runterkomme. Ich kenne die Map nicht. Ich habe gescannt. Achso, da unten ist einer. Okay, ja. Aber ich kann von hier oben den abschießen. Oh mein Gott, er hat sein. Ich habe zwei Airstrikes gleichzeitig kassiert. Ach, das ist sein Mate. Ah, ja. Geil. Okay, dann, wenn du kannst, dann weg. Ja. Und damit ich respawnen kann. Oh, das ist finster. Wenn die mich jetzt looten, dann haben die einfach alles. Kann auch sein, dass sie mich nicht looten. Genau, wenn du dich einfach da in der Nähe aufhältst. Die looten erstmal den Airstrike, dann bin ich wieder da und dann kann ich mich vielleicht selber wieder looten. Alright, gucken wir mal. Ah, oh, das ist finster, dieser Strike. Holy shit. Siehst du die noch? Nee, ich glaube, die sind. Abgedampft, ne? Dann würde ich versuchen, mich selber nochmal zu looten. Ja. Aber nur wenn du Richtung Süden mitkommst. Nee, da sind sie wieder. Gut. Ja, ich wollte hier die safe Murmel spielen. Ja, ich komme wieder Richtung Norden. Okay. Was geht da ab, bitte? Krass. Ja, what the genau, fuck? Der ist schon voll ausgebaut. Das ist diese Maschine. Holy shit, ja. Crazy. Und er sieht mich halt auch aus 10. Ich folge dir einfach so gut es geht. Sondern halt die alle Kind-Spitzer-Platoons, die wird. Das ist halt echt crazy, wie der auch sniped quasi, ne? Ey, das hatte ich da eben schon. Der Mate, der dann zu dir kam und wo sie dich zu zweit geholt haben, der hat mich über die halbe Map abgeballt. Ja. Okay, warte mal. Hier im Norden, das sind zwei. Der eine ist relativ allein. Beilang ist aber auch. Aber vielleicht haben wir eine Chance gegen den. Vorsicht mit der Säuregranate. Falls sie dich trifft, dann siehst du so ein kleines Icon bei dir. Ja. Jetzt haben wir hinter uns wieder einen Arlequin. Ja, ich bin tot. Ja. Ey, aber immerhin haben wir relativ lang durchgehalten. Okay, sind die gegeneinander, oder? Ach nee, ist deine Ability. Nee, nee. Also das Blaue war meine, aber... Mhm. Flieh, Mailand. Diese Kugel ist so fies. Oh, ich kann dir leider nicht spectaten. Kugel bin ich losgeworden. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Könnte aber gut für dich sein. Ja. Kann leider nicht healen, weil die so schnell ballern. Nee, schade. Halt nur noch Schwitzer in diesem Modus unterwegs. Echt nicht mehr feierlich. Das ist echt krass. Ja, ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass der Modus halt auch nur 2 Wochen da ist, dass sich da gar nicht so etwas etablieren kann, weißt du? Du hast halt, der Modus launched, alle spielen das wahrscheinlich so ein bisschen. Dann. Nee. Oder wie ist das deiner Meinung nach?
Nee, das Problem ist halt auch, dass Wargaming für diese Season sehr schlechte Belohnungen angesetzt hat. Das heißt, auch für einen Casual, der vielleicht den Modus nicht wegen dem Modus an sich spielt, sondern um die Belohnung freizuschalten, wird gar nicht den Modus antesten. Ja, okay, also ich verstehe, ja. Also die. Und dadurch hast du immer eine sehr exklusive Spielerschaft und die wird noch exklusiver dadurch, dass halt nur die Besten, sag ich mal, aus Spaß und der Freude weiterspielen und der Rest gefrustet aussortiert wird. Ja. Ja, schade. An sich ist das ja mega geil. Ich glaube, es spielen zu wenig, weil würden es mehr spielen, wäre ja das Matchmaking auch genauer. Bei uns einfach das Problem, wir warten auch lang, also jetzt, wie gesagt, der Modus geht jetzt nur noch 3 Tage und wir warten hier zwischen den Queues echt manchmal so 1-2 Minuten und treffen die gleichen Leute teils. Ist schon echt selektiert. Ich würde mich freuen, wenn der Modus irgendwie, wenn Wargaming es schaffen würde, diese wirklich potenten Modi meiner Meinung nach durchgehend zu etablieren und auch natürlich attraktiv zu gestalten, sodass sich da eine gute Spielerschaft bildet, sodass man auch mit Matchmaking und so arbeiten kann. Weil an sich ist das eine super Abwechslung zum Standard-Match und auch der Rank-Modus, der dann auch mal für eine Woche oder so da ist, der ist auch klasse. Aber ich verstehe es auch, die Leute wollen halt ihre Spielerschaft nicht zu krass diversifizieren. Ne? Ist aber... Du hast so viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Ich meine, wenn's nicht deins ist, dann zock's halt einfach nicht. Das sollte halt gewisser Grundanreiz geboten werden, trotzdem den Modus mal auszuchecken. Ja, aber du willst natürlich auch die Queues insgesamt für alle Stufen, für alle unterschiedlichen Spielertypen, Spielerinnentypen kurz halten. Und umso mehr Spielmodi du hast, umso mehr teilst du deine Spielerschaft halt auf diese auf. Und dann gehen, glaube ich, die Queues insgesamt höher. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das gut anzugehen. Aber ja, ich bleib dabei. Der Modus an sich, mega cool, super viel Potenzial. Ey, wenn es an den Rewards hapert, dann ist ja kein Problem, denke ich. Kann man ja easy fixen. Aber ja, das war es dann erstmal von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben hier echt gegen Ende zunehmend immer tryhardiger spielen müssen, weil wir anerkannt haben, okay. schwerer als gedacht. Aber ja, schaut gerne bei World of Tanks vorbei. Ihr habt es im Intro gesehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaut gerne bei Mailand vorbei. Der streamt fast jeden Tag auf Twitch World of Tanks und macht auch YouTube-Videos. Ihr kennt es bereits. Ich bedanke mich, dass du wieder mal dabei warst und den Erklärbär gespielt hast. Und ich danke auch, noch einen schönen Tag. Tschüssi, Leute.